genauso demütigend wie so mancher Arztbesuch. Ich habe auch schon ein bisschen ein Bauchproblem gehabt. Mal bei Uli vorne gesessen. Und dann sagt doch zu mir, Matthias, das musst du oben machen. Ja. Du bist vorne ein bisschen zu hart. Die Hände kennt man ein bisschen höher. Nee, auch eine Probe von deinem Stuhlgang. Ey, mein Gott, was nimmst du denn alles von der Arzt, ne? Uli, so! Mir hat man dann erklärt, was es heißt, eine Stuhlprobe, die ich jetzt noch nicht machte. Ich erkläre das euch gerne mal ein bisschen auf. Da kriegst du so kleine Papierstreifchen. Sieht so ein bisschen aus wie so pH-Wert, Messstäbchen. Und dann musst du, also diese klare Anleitung, morgens, mittags und abends, musst du aus dem, ja, das heißt so, aus dem Mittelstück. Dieses Wort durfte bis dahin ein Würde Chuck gebrauchen. Also unsere kleine Metzger, die wir das machen. Du musst also aus dem Mittelstück morgens, mittags und abends mit dem Schäufel und dann noch so Papier drauf und das muss dann zusammenfallen und das hebst du dann auf. Das hört sich ja in Theorie beim Prof an. Oh, jetzt gibt es ja unterschiedliche Kloschüssen. Also meine Oma zum Beispiel, die hat so, ich sag mal so, Schüssen gehabt, wo ich, also, ins Corpus Delicti, ich stand quasi so auf dem Präsentierteller halt zu bringen, ne? Da war das so kein Problem. Aber in unserem Haus haben wir ja auch moderne Schüssel, ne? Wo der quasi der Scheiß ins Wasser fällt. Musst du irgendwie versuchen, mit dem Schäufel, jetzt schwimmt das natürlich weg. Du bist ja schon am Fluchen. Ein Scheiß, der Kamerad! Kommt mein Fahrer rein und sagt: Was hast du erwartet? Ein Nemo oder was?